Sieht gut aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Hof Bergmann mit dem Patti und dem Paul. Hallo. Hallo. Patti, komm da runter. Patti, komm da runter. Der steht schon wieder rum und macht nichts, Paul. Na sowas. Paul, ich habe gehört, du hast letztes Mal noch mit Bier angefangen. Oder wie war das? Bier ist voll an der Mache, ja. Wir produzieren Bier. Ich weiß nicht, wie weit es gerade ist. Warte mal, läuft das? Ich hab länger nicht mehr drauf geguckt. Bist du erkältet, Paul? Ganz dezent. Na ja, hallo. So, warte mal, lass mich mal gucken hier. Hast du diese Getreideschrottgeschichte läuft aktuell nicht. Die Käseherstellung läuft aktuell nicht. Die Mehlherstellung läuft aktuell nicht. Es läuft einiges nicht. Das ist halt alles leer oder wie auch immer. Die Traubenherstellung hat kein Wasser mehr. Ja, wie gesagt. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja, wieso läuft der Futtermischer des... Keine Berechtigung für die Aktion. Kann mir jemand bitte Luna-Rechte geben? Was? Ja, ich brauche Rechte, weil ich habe ja neue Spielstände und so. Danke. Machen wir die Schweinefutterproduktion wieder an. Wir haben 6000 Liter Schweinefutter und wir können es nicht... gut. Also wir haben... noch mehr zum Dreschen. Oh, werden auch Dreschen. Dreschen! Ja, zwei Felder sind reif. Ich geh dreschen. Viel Spaß. Ich hab Bock. Ich hab nämlich jetzt Kekse geholt. Einen anständigen Treffer. Das stimmt. Das war ja gerade ein Trauerspiel. Aha. Oh, wieso sind unsere Felder schon wieder reif? Waren die nicht erst reif? Die anderen Felder waren reif. Die Mumma war zu. Da ist übrigens gerade ein anständiger Treffer angeboten. Würde ich mir sogar hinweisen. Ich hab nichts verstanden. Ja, das ist ein anständiger Drescher im Angebot. Ehrlich? Ja. Oh. Ja, schön. Was? Warum fliegst du hier durch die Weltgeschichte? Ich frage jetzt, was stellst du damit an? Na, mal wieder befüllen? Unter dem Wasserbehälter funktioniert das nicht. Das ist doof. Doch, funktioniert. Hä? Ich hab's doch gerade versucht. Das ist ein bisschen tricky. Das ist ein bisschen tricky. Du musst wissen, wie der Hase läuft. Ja. Und nicht das Kaninchen. Ich hab das sogar abgekuppelt. Ich hab die Straße gesperrt. Super. Welche Straße? Du bist wieder ein Steinsammler. Wieso? Weil wir ein paar Steine rumliegen haben. Darum. Willst du denn für Stein reich werden oder was? Ja. Bald dich verweilst du dich wieder im Schrebergarten. Ich kann ja nichts dafür, dass du wahnsinniger Mensch 6 Hektar pflügen möchtest. 6 Hektar? Moment, was habt ihr vor? Ich hab schon 40%, alles gut. Nicht ihr. Ich kam hier bloß drauf, ich hab das bloß gesehen.
es gibt noch eine mit, was waren's? Feld 18, was ist Feld 18? Wie groß ist das? Ach, halb so groß. LOL! LOL! Die Map hat irgendeinen Fehler. Okay, warum? Muss mal die Karte auch machen, muss dann X drücken, um die Farmländer zu kaufen. Das sind zwei unterschiedliche, Nein, das kam mit dem Patch 1.8.1. Hm? Ah ja. Das sind die Farmland-IDs. So geil. Warum? Ach ja, das sind auch nur 6 Hektar. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm, sagt er. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Ich habe einen 6 Meter Pflug. Aber ist es gut, wenn ich abends, so jetzt mitten in der Woche um 9:30 abends ein paar Kekse reinhauen? Nö, ne? Standard! Ach je, du. Melle, du kannst nachher noch den neuen Gruber ausprobieren. Ich muss erstmal hier weiter dreschen. Sonst würdet hier nichts. Du bist ja nicht mein Fan. Da, wo du da abgestellt hast. Ne, Patty ist ja gefahren zum Schluss. Du saßt zum Schluss drin. Nee. Der steht schön fein säuberlich aufgeräumt, Job. Dann muss es mal anders sein. Hm. Was machen wir mit dem Stroh? Kompost? Kompost? Ja. Was auch immer. Ade. Ich bin doch ein kleiner Anti-Mate, Alter. Hat er später gemacht. Hau ab! Was hast du besser gemacht? Sag's mir! Kriegst du dein Abfall-Kfz? Er hat mir den Anhänger geklaut. Mit dem komischen Gelben. Was ist denn gegen den Gelben? Zwei von drei finden den schön. Eben. Hi. Hi. Bringt sogar das schöne Kfz zum Abfahren. Was willst du denn jetzt hier, Paul? Das andere ist eine andere Fruchtart. Ganz einfach. Hafer. Außerdem muss ich dir das gelbe Ding unter die Nase stellen. Oh ja, das mag er. Wenn du mich schon wegpumpst. Du hast mit der Rangelei angefangen, nicht ich. Du hast damit angefangen. Ich weiß es nicht, was, Patty, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich höre das öfter, dass du anfängst in verschiedenen Spielen. Das ist nicht wahr. Naja, also irgendwie erkenne ich dein Muster. Nee. Oh, ja, schön zwischen die Bäume reagieren. Hippie. Zum Teil braucht man Kalk. Warum? Wer? Brauchen wir Steinsammler. Wo? Auf den Acker! Und 3. Mein Gott, Paddy. Wahrscheinlich. Ich dachte, der hat das ausgeschaltet. In der Version ist wieder an. Das war aus, aber ist wieder drin, glaube ich. Ja. Herrlich. Der Beta war es aus und im Ende
Jagdding, also ist wieder an. Final ist wieder an. Ich habe hier auch gerade hunderte Steine auf dem Feld. Ich sehe es gerade. Ich bin gerade auf Feld 3. Yay, wir sind wieder steinreich. Was war das denn für ein Ton? E-Mail. Ah ja. Wer bekommt denn E-Mails um die Uhrzeit? Spam. Spam! Die Leute, die arbeiten müssen. Bekommt ihr auch so viel Spam-E-Mails? Ja. Ja. In letzter Zeit ist das ganz schön. Was bekommt ihr da so viel Spam-E-Mails? Alles Mögliche. Die meisten sind, glaube ich, diese. Ich habe also Lotterie-Dinger da mit so und so viel Gewinn jetzt anmelden und. Das ist Dreck. Ich guck's mir gar nicht mehr. Das lösche einfach. Das Problem ist auch, wenn du den Absender sperrst, ne? Am nächsten Tag hast du einen neuen drin. Ja, ja. Das ist ganz egal. Katastrophe. Ich hab fast die Hälfte. Haben wir mal drüber gesprochen, dass wir hier einen LKW mit aufnehmen wollten? Ja. Wollen wir dann den Volvo nehmen, den neuen? Ja. Geil. Hast du mal rechts oben geguckt? So, kann man mieten. Das ist ungefähr gleich mit dem Steinsammler, Paul. Mhm. Den brauchen wir. Ist okay. Hey, du kannst dich mal um die Tiere kümmern, statt im Abfahrgespann rumzugammeln. Wann das gleich fertig, dann kann ich das nämlich gleich wegkommen. Nicht dann um die Tiere kümmern. Ich beeil mich doch! Was machen wir mit der Gerste? Malzberg? Hab ich gesagt, ja. Oder wie sieht's denn mit Mehl aus? Brauchen wir da was für die Backstube? Wir haben hier noch Hafer, dann können wir auch aus dem Hafer, wenn wir Mehl machen. Na dann. Also wie gesagt, mit dem Hafer können wir ja so eigentlich nicht anfangen, würde ich sagen, ab zum Mehl verarbeiten. Oh. Ja, weil du wieder nicht gesagt hast. Ich war am Kekse naschen. Da zieht ein guter Abfahrer, zieht das, weißt du? Ja, ich hab's gesehen, aber zu spät. So. Voll gewonnen ist. Schon was zusammen, ne? Mhm. Wir sind aber auch, was Precision Farming ist, mit den besten Feldern, ja. Oh, Feld ausführen. Mhm. Und der gefällt dir doch. Der gefällt mir. Mhm. Einfach auf dem Privatspielstand. Den hab ich mir gegönnt. Bist du ein Gönner? Ab und zu. Warum könntest du mir denn dann 10,50, du Schwein? Du hast jetzt 9,42 Uhr. Nee, aber es ist doch bald Weihnachtenparty. Doch, da gibt's kein 10,50. Bist du kein Weihnachts... Bist du ein Cringe? Ja. Oh, nö. Oh, doch. Was kenn ich für Leute, du? Oh, ja. Vielleicht ist ein Weihnachtspullover schicken, Patti. Wenn du ihn dann brennen sehen willst, gerne. Okay, verstehe. Boah. Ist schon wieder in der Bild.
Leipziger brennt den Pullover nieder. Naja, gut. Werde ich mir merken, kein Weihnachtspullover für Party. Ich stehe da nicht so drauf. Habe ich jetzt so irgendwie mitbekommen. Gut, meine Damen und Herren, merkt uns, kein Pullover für Party. Für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht es gut. Tschüssi. Tschüss.